lieben Freunde, wir haben heute wieder ein kleines Unboxing am Start. Heute hat mich ein Typ auf der Gamescom mit einem Bart einfach mit einem Mauspad abgeworfen. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht das Schlimmste, ich bin nicht böse. Ja, da war aber noch so eine Oma, die ist dann irgendwie dabei hingefallen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ist irgendwie sehr feste geworfen, glaube ich. Das war halt eine große Masse an Menschen. Ne? Also tat mir auch leid für die Oma, ne? Wollte ich auch nicht. So. Wir wollen ja nicht auch lange drum reden. Machen das mal auf. Die Verpackung fühlt sich schon mal sehr gut an. Ja, das ist auch so eine kleine Öffnung hier, wo man schon mal einen Teaser sehen kann. Ja, ich spüre Gummi, ne? So wie es halt für ein Mauspad sein sollte. Ne? Machen wir mal auf. Ja, sehen wir hier auch direkt schon Sticker. Ne? Das sind zwei schöne Schmetterlinge. Ja. Einmal in schwarz und einmal in silber. Und aber auch schon ein bisschen geknickt, ne? Also es gibt auch Abzüge auf jeden Fall. Ach, komm, wollen wir nicht so pingelig sein, ne? Ja, ziehen wir raus, das gute Stück, okay? Ja, also das sieht doch schon mal sehr ordentlich aus. Ja, das fühlt sich auch schon mal schön an, ne? Schön im roten Ton. Also ich kann hier drüber streichen, ich merke auch den Widerstand, ne? Wird wahrscheinlich noch besser auf irgendeiner Tischplatte halten, ne? Ich denke, das ist schon ganz gut, ne? Ich roll das einfach mal aus, ne? So dass ihr das auch hier sehen könnt, ne? Ja. Ja, das ist auch sehr groß auf jeden Fall. Ja. Also das kannst du dir fast schon umhängen. Ne? Das ist schon echt so eine gute Schürze, ne? Ja. Drehen wir das mal um. Also, hier haben wir wieder das Schmetterling-Logo drauf, ne? Mit einer schönen Musterung. Ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Design. Hört sich halt nochmal hier schönes Licht. Ist halt auch ein sehr schönes Gefühl, samtiges Gefühl. Ich glaube auch, dass da die Maus gut drauf gleiten wird. Der Rand hier an der Seite, der ist umgestickt, ne? Wie es halt sein sollte. Ja, es ist. Ist das standardmäßig da drauf? Was ist das denn? Was ist das denn für ein 5 Sekunden Gekritzel? Das sieht echt. Was steht denn da? Wie Graffiti aus, das ist einmal eine Blume und Punk Royal? Punk Royal, wer ist das denn? Punk Royal? Ist das irgendwie eine linke Band oder so? Ja, Punk, also ich weiß nicht, ich halte nicht viel von Punks, ne? Ich glaube, ja, also, das jetzt mal dahin, wo es hingehört. So? Ja, würde ich auch sagen. Also das geht ja echt nicht. So. Schenken die hier uns irgendwas, was schon vollgekritzelt wurde. So ein Gewäsch, Junge. Jetzt reicht es aber auch noch. Als ob wir sowas hier dulden, ey.